Ansetzen, zielen, den richtigen Moment finden und dann abdrücken. Alltag an einem Schießstand. Alexa trägt die Kopfhörer aber nicht etwa zum Gehörschutz. Sie ermöglichen der Schützin erst die Ausübung ihres Sports, denn die 50-Jährige ist blind. Der Ton, den Alexa da auf ihren Ohren hat, hört sich so an. Wenn das Piepen am höchsten ist, muss sie abdrücken, um mit ihrem Luftgewehr genau in die Mitte zu treffen. Alexa ist vor rund 7 Jahren durch mehrere Entzündungen der Sehnerven komplett erblindet. In der Anfangszeit konnte sie sich nur schwer mit ihrem neuen Leben abfinden und hat kaum noch das Haus verlassen. Blindenhund Brasil gab ihr altes Leben zumindest teilweise wieder zurück. Also das ist wie beim Schießen auch. Einfach eine Herausforderung. Ne? Klar, man hat mal immer wieder mal Hochtiefs, das hat aber jeder. Und da gilt es halt eben, wie beim Schießen, den hohen Ton zu finden. Alle 2 Wochen treffen sich die blinden Schützen und schießen im Keller der Gesamtschule Hart, ganz selbstverständlich neben sehenden Sportlern. Inzwischen haben sich hier echte Freundschaften entwickelt. Und auch die kleinen Berührungsängste vom Anfang sind längst verflogen. Ich habe erst immer gedacht, da muss man vorsichtig sein, aber die sind nicht anders wie wir auch. Albern selber über alles herum. Wenn du mich nicht jetzt schießen lässt, dann gucke ich dich nicht mehr an oder so. Ne? Also man kommt da gut mit klar. Uwe Behrensen ist ein erfahrener Schütze. Aber auch er musste sich erst einmal mit der Technik zurechtfinden, die den Sehbehinderten das Schießen ermöglicht. Inzwischen ist er aber ein echter Profi und hilft, wo er kann. Das ist so, dass wir die Zielscheiben von den Akustikschützen extra noch mal zusätzlich beleuchtet haben, damit das heller ist da hinten. Und die Mitte der Scheibe ist weiß. Die bei den Normalschützen dunkel ist. Und je mehr Licht hier in das Teil, das sieht aus wie ein Zielfernrohr, man kann aber nicht durchgucken, nennt sich Optronik. Und je mehr Licht da reinfällt, desto höher wird der Ton. Wenn ich jetzt hier ziele, ist der Ton dumpf. Und je mehr ich mich zur Mitte bewege, desto höher wird der Ton. Und wenn er ganz hoch ist, sollte man vorsichtig den Abzug betätigen, damit das auch da bleibt, wo es ist. Und dann sollte das eine 10 sein. Alexa hat großen Spaß am Schießen, hat aber inzwischen auch echten Ehrgeiz entwickelt und möchte immer besser werden. Mit dem SV Falkenauge gewinnt sie sogar regelmäßig Wettbewerbe.